So, weiter geht's mit Banjo-Tooie. Und was sehen wir denn da? Da ist ja Mumbo. Das ist sehr gut zu wissen. Aber mir fehlt noch ein Klobo. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in dieses Häuschen rein. Da war ich nämlich noch nicht. Was steht denn da vorne drauf? Parvos Laborium. Was? Irgendwas Spezielles jedenfalls. Na dann. Mal sehen, was wir hier haben. Ein Puzzleteil. Fandus Fundgrube. Das war es wohl. Noten, jawohl. Grundhilde. Oh, Klobo. Klobo. Yay. Endlich. Nein, ich bin Klobo. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich heiße Fandus. Ich bin der hiesige Pfandleier. Wer hätte das gedacht? Wir interessieren uns für das Puzzle um Showcase. Ach ja, ein wirklich hübsches Stück, etwa aus der Banjo-Kazooie-Zeit. Ich schätze, 20 Goldblumen. ich habe aber erst 14. Dann weiß ich ja später, wo ich hier noch eins kriege. Wieso aus alter Banjo-Kazooie-Zeit? Das war da nur wieder Angabe. Da wette ich drauf. Jawohl. Das muss ich wenigstens sich bezahlen. Ah ja. Sehr schön. Und jetzt will ich noch diese Noten haben. Sehr schön. Und dann war es das wohl hier auch schon wieder. Für den Moment. Sieht mir nicht so aus. Oh! Die kennen wir doch, die Schwester von Grundhilde. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Man hat sie gerade gesehen, aber dank der Kamera sieht man sie jetzt nicht mehr. Und kann jetzt zurückspulen. Hallo? Dankeschön. So, jetzt gucke ich mal bei Mumbo. Oder ich lasse es doch sein, weil ich noch keine Ahnung habe, was ich mit dem machen soll. Mir fehlt noch eine Plattform oder sowas. Was haben wir denn hier noch? Wavefraser Hype. Higher. Jetzt müsste man Englisch können. So, hallo. Dich kennen wir doch. Der Pirat aus Banjo-Kazooie, der seinen Schatz verloren hat. Was steht denn da? Hallo? Die Legende, das keine Unterwassersprint kennen. Unterwassersprint, wow. Neuer Move, ich freue mich drauf. Das klingt sehr vielversprechend. Yeah, Noten. Ja, aber sonst gibt's hier nichts groß. Dann reden wir mal mit dem Deppen da. Hallo? Oh, Landratten. Bin doch just der alte Seebär, Captain Blau. Tatsächlich. Wie geht's denn so? Sieht ganz schön aus. Ah, dieser... Zu sehen, zu viel zu suchen. Jetzt dreht er auch noch Anglizismen daher. Ich hasse es. Nicht besonders... Ja, komm. Sein Schatz ist schon wieder verschluckt worden. Super. Also immer derselbe Kram. Ja, ja. Ja, klar. Wenn du das mir vorschlägst, dann mache ich das auch. Auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, worum es ging. Na gut, der Junge, wir verblicken diese Kiste hier. Wenn das jetzt wirklich ein Puzzleteil ist, dann lache ich mich kaputt, weil das andere ja 20 gekostet hat. Als ob das andere 20 mal so viel wert wäre wie das hier. Oder ist was anderes? Oh, das sind Schuhe. Sieht nach irgendeinem Wettrennen aus. Aber ich sehe keinen Schalter in irgendeiner Weise. Dauert und dauert. Dankeschön. Und wo muss ich jetzt hin? Das ist die Frage. Der wollte Plon. Und ein neuer Move. Komme ich da schon hin? Ey, nein. Was fehlt mir noch? Ach so, ich muss alleine mit der Kazooie hin. Dann brauche ich diese Schalter, die mich teilen. Was haben wir denn da? Irgendwelche Viecher?
Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich muss nochmal tauchen. Tauchen. Und gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Ja, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Dann versuchen wir mal hier. Das kennen wir schon. Ich glaube, da komme ich nur rein, wenn ich nur Katsuyu bin. Da muss ich echt so Schalter finden, die mich teilen. Gibt es hier noch was? Sieht so aus. Spannend. Ob die Luft reichen wird? Jetzt komme ich raus. Aber geile Musik irgendwie. Charlie's Rogers Lagune. Schmugglerhöhle. Hilfe, ein böser Fisch. Oder ist der gute Fisch, der mir Luft gibt. Aber hier oben gibt es ja auch Luft. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin verwirrt. Verwirrt. Hier geht's hoch. Das ist schon mal gut. Ein Puzzleteil. Das will ich aber schon haben eigentlich. Aber wie komme ich da hin? Will ich mir nochmal angucken kurz. Vielleicht kann ich mich da irgendwie hochhangeln. Irgendeine Liane oder... Scheinbar nicht. Da muss ich irgendwie hinfliegen, schätze ich mal. Immer diese Katsui-Schaltflächen-Dingsbums. Da bin ich noch nie durchgekommen. Es wird höchste Zeit, dass ich lerne, wie das geht. Was steht denn da drauf? Probleme unter Wasser atmen, geht zum Schlauwatt. Zum Schlauwatt? Gehe zum Schamanen. Ach so, ich verstehe. Kann er mir etwas beibringen oder was? Oder hat der mehr Luft, wenn ich ihn befehlige? Fragen über Fragen. Aber keine Antworten. Bin ich jetzt in diesem Hotelzimmer? Nö. Aber im Hotel bin ich schon. Ah, ich erinnere mich. Da konnte man ja durchgucken. Und was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Ich wollte schießen. So geht das. Bringt mir aber nichts. Oder kann ich das Ei wechseln? Welches nehme ich denn da? Das hier? Was jetzt? Habe ich mich in die Luft gesprengt oder warum hängt das hier? Irgendein Loch habe ich gesprengt. Interessant. Ey, diese Kamera. Ah, jetzt geht's hier raus. Eine Abkürzung, es scheint. Für später. Gut, dass ich das entdeckt habe. Jetzt ist nur die Frage. Ach komm, ich geh zum Schamanen. Vielleicht kann er mir ja helfen. Wenn das der Maulwurf sagt, dann wird es schon stimmen. Ja. Duplonen, auf jeden Fall hat sich der Ausflug hierher gelohnt. 21, ich brauche nur 20, dann hole ich mir gleich auch das Puzzleteil. Hier hinten aber. Ziemlich lahm die Hütten hier. Von Momo. Ja, komm. Schneller. Immer dieselbe Szene am Anfang. Yep. Bin ich gespannt, was ich mit dem jetzt anstellen kann, denn... Denn ich habe noch keine Plattform gefunden. Für Mumbo. Wo er seinen typischen Zauber anwenden kann.